Hallo ihr Lieben, ja, ich lebe noch, unglaublich. Ich habe mich jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten nicht mehr auf Kochsvegan gemeldet oder so ähnlich. Und auf dem grünen Kombüse-Kanal ist in letzter Zeit auch nichts mehr passiert, weil ich einfach absolut keine Zeit hatte, irgendwas anderes zu machen. Ja, deswegen hatte ich heute Lust, mal wieder ein kleines Kochvideo zu machen, endlich mal wieder. Und zwar einfach, um wieder ein bisschen reinzukommen, erstmal was Einfaches, und zwar eine gelbe Tomatensuppe. Dafür habe ich hier schon ein paar Sachen gepackt, denn ich werde das Ganze im Garten kochen, weil es draußen gerade sehr schönes Wetter ist und ich heute frei habe. Ja, und zwar kann ich euch schon mal zeigen, eine Zwiebel auf jeden Fall werdet ihr brauchen. Ich habe hier eine Knoblauchzehe noch, vielleicht eine Knoblauchknolle meine ich, vielleicht 4, 5, 10 oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Kräuter habe ich auf jeden Fall alles da, dann braucht ihr hier noch ein paar Cashewkerne, Bruchstücke, und ich habe hier ein paar gelbe Tomaten von uns aus dem Garten, die ich jetzt wieder zurück in den Garten trage, nachdem ich sie hierher getragen habe. Naja, egal. Ja, Öl haben wir, glaube ich, noch ein bisschen da, hoffe ich, Salz auch, und Kräuter und so weiter holen wir uns alles von da. Ja, gut, ich überlege nochmal jetzt, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Ansonsten bis gleich. So, da sind wir. Ich gucke jetzt gerade bei meinen Tomaten, ob wir hier noch ein paar neue gelbe Tomaten haben. Ein, zwei habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und auch noch eine wunderschöne rote auf jeden Fall. Die nehme ich, glaube ich, mit nach Hause. Und ja, nehme dann, wie gesagt, nur die gelben. Ich habe schlauerweise meinen Stativ vergessen, aber ich hoffe, das geht auch so. So, hier haben wir unsere gelben Tomaten. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Waage dabei, aber das sind vielleicht so 300, 400 Gramm vielleicht. Aber könnt ihr auch einfach, ja, frei Schnauze machen. Mehr oder weniger Tomate ist dann halt mehr oder weniger intensiv. Genau, ein bisschen Pfeffer, dann wie gesagt Knoblauch. Ich werde das, denke ich mal, 5, 10 schälen. Die Zwiebel schälen wir auch gleich. Dann habe ich jetzt noch die Idee gehabt, wir machen noch was anderes Gelbes rein, und zwar was Fruchtiges. Ein paar getrocknete Aprikosen, 3 Stück vielleicht. Muskatnuss, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl nach Wahl und wie gesagt die Cashewkerne. Und ja, ich werde jetzt erstmal die Zwiebeln und den Knoblauch vorbereiten und die Tomaten schon mal ein bisschen klein schneiden. So, die Zwiebeln habe ich jetzt nur ganz grob klein geschnitten und die Knoblauchzehen nur halbiert. Viel feiner muss es eigentlich nicht, wird im Endeffekt sowieso püriert nachher. Und die Tomaten werde ich jetzt einfach in Scheiben schneiden. Ihr könnt die Tomaten sonst auch noch gröber lassen, quasi, wenn ihr möchtet. Allerdings habe ich diesmal nur einen Pürierstab mit, und obwohl der recht kräftig ist, kriegt er halt auch nicht immer alle Schalen so unbedingt fein. Wenn ihr jetzt zu Hause seid und mit dem Harexco oder dem Vitamix oder sonst was arbeitet, dann könnt ihr die auch nur halbieren oder sogar ganz reinschmeißen. Dann wäre das überhaupt kein Problem, aber mit dem Pürierstab, wie gesagt, funktioniert das nicht ganz so gut. Die Strunke von den Tomaten habe ich jetzt übrigens immer drin gelassen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr die aber auch einfach rausnehmen. So, ein bisschen Öl in den Topf, und die Zwiebeln und den Knoblauch könnt ihr auch schon reingeben. Und euch am besten schon vorher was zum Umrühren holen und nicht erst hinterher. So, das kannst du ein kleines bisschen ansetzen. Und sobald die Zwiebeln und der Knoblauch anfangen, ein bisschen Farbe zu nehmen, gebt ihr mal die Cashewkerne dazu. So eine kleine Hand vielleicht. Und du röstest die auch nochmal ein bisschen mit an. Und kurz darauf auch gleich die Tomaten. Hier die 3 Schaumaprikosen gebe ich auch schon dazu, und dann können wir das Ganze auch schon mal ein bisschen würzen. Und zwar mit ein bisschen Salz, je nach Geschmack. Mache ich erstmal so einen halben Esslöffel rein und schmecke das Ganze dann später nochmal ab. Außerdem ein bisschen Pfeffer. Und eine kleine Prise Muskat. Dann ein bisschen Wasser dazu, eine kleine Tasse, Hitze wieder ein bisschen hoch, und das Ganze dann ungefähr 5 Minuten ein bisschen vor sich hin köcheln lassen.
Und wir können lange schon mal losgehen und ein paar Kräuter suchen bzw. sammeln. So, hier haben wir schon Basilikum. Könnte jetzt je nach Geschmack eine kleine Hand pflücken. Oh, ein Schuh im Beet. Bitte rausschneiden. Und ein bisschen Rosmarin. Was soll ich rausschneiden? Und ein bisschen Oregano. Ein, zwei Zweige Thymian. Und noch ein bisschen vom Gregor pflücken. Hey! So, und die Kräuter könnt ihr dann einfach ein bisschen fein hacken. Oder ihr lasst sie etwas gröber. Ich werde sie hier zum Schluss nur ein ganz kleines bisschen mitpürieren. Das heißt, sie werden immer noch zu sehen sein. Ihr könnt die aber auch im Ganzen einfach in den Mixer schmeißen, komplett fein pürieren. Das ist dann halt einfach ein bisschen einfacher. Man sieht es dann halt nicht mehr, aber schmeckt es trotzdem. So, diese bekommt auch schon. Im Grunde könnte die eigentlich auch wirklich ausmachen. Dann schon so 4 Minuten ungefähr. Riecht auch schon gut. Und dann das Ganze muss man fein pürieren, halt entweder mit dem Pürierstab oder im Mixer. So, dann gebe ich jetzt die gehackten Kräuter dazu. Und die, wie gesagt, nochmal ganz kurz unterpürieren. Es würde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen gelber aussehen, wenn ihr jetzt das Ganze im, wie gesagt, im Harexo oder im Vitamix gemacht hättet. Dann hätte nämlich noch die Schale feiner bekommen. Wie ihr hier seht, der Pürierstab kriegt das, wie gesagt, nicht so hundertprozentig hin. Aber auf jeden Fall ist sie trotzdem sehr, sehr lecker. So, und fertig ist eure gelbe Tomatensuppe. Mal kosten. Mmh. Willst du auch? Die schüttelt den Kopf. Willst du mal kosten, Mina? Warum nicht? Hat Papa gekocht. Hat Papa gekocht, probiere ich nicht. Das ist ja super Ende für ein Mobilio. Ja. Und es ist Gemüse drin, mag er schon mal doppelt nicht. Ja, ich habe groß auf jeden Fall so ein bisschen Süße mit drin. Finde ich sehr lecker. Und mit den vielen Kräutern ist es sowieso total geil. Ja, in diesem Sinne mal ein ganz einfaches Rezept für heute. Mal wieder zum Reinkommen in das ganze YouTube-Zeug, Kochvideos und so weiter. Demnächst vielleicht mal wieder ein schönes Video auf dem Kombüsen-Kanal. Mal schauen. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen und Mina, willst du noch was sagen? Nein. Tschüss.